Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe mich eingeworfen, weil ich dachte, muss das so sein, dass auch ein paar mehr Frauen hier reden. Genau. Ich habe ja gerade einen OB-Wahlkampf in Mainz hinter mir. Und dieser Wahlkampf war ganz schön hart. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es gab dort zwei Selbstdarsteller, die meine Gegenkandidaten waren. Und denen ging es überhaupt nicht um inhaltliche Themen, sondern denen ging es nur darum, sich gut darzustellen. Was mich aber vor allem erschüttert hat, Sozialpolitik war bei denen überhaupt kein Thema. Und das, obwohl der Amtsinhaber der SPD angehört. Und da hat Daniel völlig recht, so wie gestern der CDU auf dem Parteitag das C abhanden gekommen ist, hat die SPD das S schon lange verloren. Wir reden heute über bundes- und landespolitische Weichenstellungen für eine bessere, für eine sozialere Politik. Und das haben viele Vorrednerinnen und Vorredner ja auch schon erwähnt. Das ist dringend notwendig, denn der Mensch steht im Mittelpunkt und dafür stehen vor allen Dingen wir Grüne. Wir haben gerade hier in Neuwied, ich habe mich eben daran erinnert, ich habe nicht nur hier heute mein Handy verloren, sondern ich habe viele Debatten in Erinnerung, die wir hier in Neuwied schon geführt haben zur Sozialpolitik. Einige von euch erinnern sich, wir haben über das Grundeinkommen hier diskutiert, über die Grundsicherung. Wir haben immer wieder über die Überwindung von Hartz IV gesprochen. Und ich glaube, dieser Antrag ist wirklich gut, um aufzuzeigen, wie wir es hinbekommen, die Würde des Menschen wieder in den Vordergrund zu stellen. Und deshalb freue ich mich über diese Anträge heute. Zentral ist aber bei der Sozialpolitik, dass die Kommunen gut aufgestellt sind. Dafür müssen wir die Kommunen auch in die Lage versetzen. Sie brauchen die finanziellen Ressourcen und sie müssen vor allen Dingen die sozialen Träger richtig unterstützen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, was ich im OB-Wahlkampf kennengelernt habe. Ich habe viele soziale Träger besucht und ich war zum Beispiel bei sozialen Trägern, die Schuldnerberatung anbieten. Und gerade bei der Schuldnerberatung, das ist für die ein Defizitgeschäft. Das heißt, sie wissen gar nicht, ob sie ihre Angebote alle aufrechterhalten können. Wenn sie aber diese Angebote nicht aufrechterhalten können, dann rutschen die Menschen immer weiter in Armut. Und das gilt es zu verhindern. Und deshalb müssen wir die Kommunen in die Lage versetzen und ausreichend mit Finanzen ausstatten, damit sie dies auch wahrnehmen können. Vielen Dank.